Hallo liebe YouTuber, heute ein kurzes Video zum Thema Bugout Fluchtplanung. Und zwar haben wir jetzt einen Testlauf gemacht. Da habe ich also zusammen mit einer Person aus meiner, ich sage jetzt mal, Bugout-Gemeinschaft gemacht. Und zwar haben wir das Szenario durchgespielt, was halt im Falle eines Falles zu machen wäre, und habe leider vergessen, meine Kamera bei dem Ganzen einzupacken. Deswegen jetzt ein kurzes, ja, quasi Review in der bekannten Form. Und zwar habe ich halt die gesamte Bugout-Ausrüstung innerhalb von, ja, muss ich auch noch ein bisschen optimieren, den Ablauf. Innerhalb von 20 Minuten, ja, knapp 20 Minuten abfahrbereit gehabt. Bin dann auch los. Bin knapp 25 Kilometer bis zum ersten Treffpunkt gefahren, und von da aus waren es dann nochmal knapp 17 Kilometer bis zum, ja, ersten Lagerort, den wir halt, beziehungsweise zweite Treffpunkt, erster Lagerort. Hab das Ganze, muss, ganz, ganz muss aber nochmal optimiert werden, dadurch, dass wir, beziehungsweise ich erstmal noch eine recht lange Strecke parallel zu einer Eisenbahnroute gefahren bin. Das gleiche hatten wir im weiteren Verlauf dann nochmal nach dem Zusammentreffen, wo natürlich dann, denke ich mir, in einer akuten Situation würde natürlich eine solche Strecke, werden sich wahrscheinlich viele Leute an Bahnlinien auch orientieren. Dadurch, dass man halt weiß, wenn man jetzt zum Beispiel die Bahntrasse Berlin-Hamburg hat, weiß man, dass man, wenn man dort entlang geht, nach Hamburg kommt. Und dementsprechend werden wahrscheinlich viele diese Routen wählen, und deswegen werden wir halt nochmal da Alternativen suchen müssen. Ja, ich habe also insgesamt waren wir summa summarum, kleinen Moment, ich muss es gerade suchen. Also summa summarum waren es 84 Kilometer, die wir gefahren sind. Und ich habe mit dem doch relativ schweren Gepäck, also es waren etwas über 25 Kilo die Ausrüstung, plus nochmal ein bisschen an Sachen, die man sonst noch halt mit reingeschmissen hat. Das ist mir gerade mein Fahrrad auch runtergefallen. Also ich habe mit der Ausrüstung, man kann es sogar recht gut erkennen, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von fast 16 km/h erreicht, was natürlich, ja, doch ein relativ guten Schnitt ausmacht, wenn ich jetzt überlege, wenn man mit einem Bugout-Bag, also mit einem relativ schweren Rucksack unterwegs gewesen wäre, denke ich mir mal, wäre der Schnitt der Strecke oder die Strecke in einem wesentlich größeren Zeitaufwand zurückzubringen, zurückzulegen gewesen. Deswegen werde ich definitiv an dem System Bugout mit Fahrrad auch weiterhin festhalten, bis halt irgendwann mal die Situation eventuell kommt, dass ein Fahrzeug vorhanden ist. Momentan bin ich auf der Suche nach einem neuen Auto und werde, sobald da was Akutes oder was Genaueres abzusehen ist, auch dementsprechend dort auch nochmal ein Video zu machen, euch dann auch das Fahrzeug als solches vorstellen, inklusive natürlich der dahinter gedachten Prepping-Bugout-Idee. Und ja, nun bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch, gerne Kommentar, gerne auch ein Abo, und seid vorbereitet, euer Familienprepper.